Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks Speed und Race Test vom Obey 8F Drafter ist am Start. Wir mit Skyrider und heute ist auch der Beast Snapper am Start mit dem Himbeerkopf. Wir sind wieder. Hallo, wir sind wieder die Knusperfrüchte. Die andere Knusperfrucht, die Erdbeere, ist diesmal nicht am Start. Ich bin die neue Ananas und er ist die Himbeere. Anyways, als erstes werden wir den Obey 8F Drafter im Topspeed testen und in der Beschleunigung, nämlich gegen die besten Sportwagen in GTA Online. Erstes ist hier Obey 8 Drafter gegen den Massacro. Und alle anderen Sportwagen werden auf jeden Fall immer schneller in der Endgeschwindigkeit. Die sind chronologisch geordnet. Ja, danke dafür. Machen wir bei 45 Sekunden. Oh, die alte Himbeerfresser da. Ja. Geil. Himbeerfresse. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum liegen da Autos, warum das Ganze hier, warum 9 Minuten im Rennen, ja, oder 10 Minuten fast, fragt lieber nicht. Also Beschleunigung ist verdammt gut vom Obey 8 Drafter, finde ich echt nice, bloß Endgeschwindigkeit, hat ja schon beim Tuning- und Testvideo gesagt, dass sie echt ein bisschen abkackt, finde ich, so vom Gefühl her, und es sieht doch so aus, also da ist zum Beispiel der Massacro Race schon mal ein ganzes Stück schneller als der 8F Drafter. Schade eigentlich. Nächstes Auto. Ey, du Himbeerkopf, was hast du jetzt wieder gemacht? Ich war's nicht, das war schon so. Wir müssen mal ein paar Autos beseitigen gehen. Noch schneller als der Massacre Race war mal der Comet SR, also Robert, der Drafter, ging Comet SR bei 30 Sekunden. Beschleunigung ist ja verdammt nice, der 8F. Krass, ja. Wie der ballert, ne? Jetzt müsste denn eigentlich der SR ziehen, gleich. Ah, Viertelmeile klar gewonnen, easy. Braucht immer ganz schön lange, bis er auf die Endgeschwindigkeit kommt. Der ist ja. Oh, ja, jetzt erst. Sehen, jetzt kann erst. Ich kann euch noch sehen, jetzt nicht mehr. Jetzt erst. Boah, dauert das. Alter. Aber, aber richtig lange. Guck mal, jetzt erst. Bis, weiß ich nicht, da bist du ja vielleicht im letzten Gang und erst dann überholt er den 8F. Ja. Kann sein. Oh, krass. Jetzt erst. So, ja, wird noch ein bisschen schneller, der Abstand wird noch ein bisschen größer. Ja, ich sehe das auf der Karte, jetzt wird das größer. Ja, okay, nächster Speedtest. Junge, ihr haut mich runter! Scheiße, Alter. Als nächstes 8F gegen den 770, der war noch schneller in der Endgeschwindigkeit. So, übrigens, die Leute, Skyrider313 und B-Sniper sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, die YouTube-Kanäle, wer mal schauen möchte. Sky natürlich, krasser Rennfahrer, der Beste, den ich kenne, wer Rundenzeiten bzw. wer die Ideallinien lernen möchte, auf jeden Fall Sky auschecken. Und wer ein bisschen Snipen lernen möchte, der checkt mal den B-Sniper aus, weil ja, der macht so Aktionen wie Leute aus dem Jet Snipen, dies, das. Okay, machen wir bei 20. Jo. Jo, nice. Krasser Wheelspin. Alter, was für ein Wheelspin von dem 770. Was ist denn, Alter, was liegt denn hier oben? Danke, Chris, für diese Ganze. Nicht, boah. Ja, man merkt wieder, der 8F hat einen extrem guten, einen extremen Verschleunigungsvorteil. Der hat einen extremen Beschleunigungsvorteil gegenüber den anderen. Bis jetzt hat er jeden gezogen in der Beschleunigung. Ja, das ist, da kann man nicht meckern. Das ist zumindest ein Punkt, den man dem nicht ankreiden kann. Da ist er wirklich extrem gut in der Beschleunigung. Aber Topspeed, Alter, ganz schwierig. Ganz dolle schwierig. Vielleicht ist er wirklich ein bisschen zu lang, auch wenn das Handling gut ist. Naja, werden wir nachher sehen beim Rundentestbonus auf der 8. Jedenfalls 770, kleiner Punkt da vorne. Zieht noch krasser ab als der Comet SR. So viel dazu. Nächstes Auto. Nein, ich fahr's nicht weg. Dass ihr euch so streiten müsst. Was zum Fick? Oh mein Gott. OB8F gegen einen Sportwagen, der irgendwann mal vor 100 Jahren der schnellste Sportwagen in der Endgeschwindigkeit war, nämlich der Shafter V12. OB8F gegen Shafter V12 bei 1:15. Oh. Tschüss. Boah. Alter, der kommt ja ganz. Ja. Aber du müsst gleich ziehen, Irgendwann jetzt im vierten Gang oder so oder fünften. Na, jetzt, bisschen, guck mal. Das ist ein Benefactor, ne? Der zieht immer. Naja, also Mercedes, guck mal. Endgeschwindigkeit. Mercedes. Ein Biest. Tschüss. Ja. Der futtert den weg. Der Biest, ja, das ist da vorne, das Biest da. Das hat gerade mein 8F gefrühstückt. Aber nicht in der Beschleunigung. In der Beschleunigung hat er bis jetzt alle gezogen. Zumindest auf der Viertelmeile, ne? So. Von daher, nächstes Auto. Wenn du eine Stuntstrecke hast, du musst nach links an die Wand, dann nach rechts an die Wand, dann nach links an die Wand, dann nach rechts an die Wand. Was?
Ja, genau, genau so. Ja. Genauso fährt man Curbs. Ich sollte echt mal ein Tutorial machen. 8F gegen den Schlagen GT. Den AMG GTA machen wir bei 1 Minute 5. Der kommt, hey. Wie einfach keiner vom Fleck kommt, Alter. Der ist so gut in der Beschleunigung. Ja, aber der kommt jetzt schon. Weiß nicht, Viertelmeile vielleicht knapp gewonnen, aber naja, man kann sagen, bisschen besser in der Beschleunigung als der Schlagen. Aber der Schlagen sagt jetzt schon, bye bye, obey, 8F. Ich gehe mal kurz da hinten was holen und ich werde immer kleiner. Ich werde ein kleiner Punkt am Horizont. Jo. Nächstes Auto. Tschüss. Hör auf damit. Ey, jetzt wird die Himbeere gemobbt, Alter. Na, warte. Max hat ihn umgeboxt. Na, wenn du mich boxst, Alter, der boxt mich. Noch schneller war nur noch der Italy GTO als der Schlagen GT. Machen wir bei 50 Sekunden. Uff. Scheiße. Also, den zieht er schon mal nicht. Ja. Aber habe ich mir schon gedacht, Alter, weil der Italy, der war so krank von der Beschleunigung, ja, ist Wahnsinn. Uff, ja. Ey, wow. Hätte mich jetzt echt gewundert. Also noch schneller beschleunigen tut eigentlich nur, soweit ich weiß, der Fiston Neon. Ja. Aber der geht ja sowas von an, Alter. Der ist ja jetzt schon da hinten, krass, Mann. Ja, der Italy GTO war fast der schnellste bei unserem letzten Speedtest. Ja, nach dem Italy GTO haben wir aber noch einen schnelleren. Da kam der Italy GTO fast dran, aber auch nur fast. Ich hab dich doch nur geschubst, du Penner, Alter, geh doch sterben. Du hast mich vorhin auch geschlagen, so, jetzt sind wir jetzt. Jetzt kriegst du meinen zurück. Alter, ist das behindert, Mann. Junge, Alter, links, rechts. Ich bin tot jetzt, ey, hör auf. Digga. Zack, zack, Alter. Alter, du Assi. Jetzt kriegst du wieder zurück. Der schnellste von der Endgeschwindigkeit war immer noch der Pariah. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier passiert in der Beschleunigung zumindest. Ich hoffe, dass er ihn zumindest in der Beschleunigung vielleicht... Naja, schauen wir mal. 8F gegen Pariah bei 40 Sekunden. Yep. Wow. Der hat ein bisschen Wheelspin, war der Pariah, hast du gemerkt? Oha! Tschüss! Alter! Wie der ballert, Junge. Wie der ballert, Alter. Der ballert. Krass. Aber richtig, wow. Geil. Viertelmeile ganz klar verloren. Verloren, auf jeden Fall. Ja. Hat viele gezogen, der Beschleunigung. Aber Italy und Pariah, da sieht ihr kein Land, Alter. Wir haben noch drei Bonusautos. Bis gleich. Das sieht aus wie zwei Perverse, die was von Sky wollen. Guck, die alten Händchen, Alter. Guck. Jetzt sind wieder alle friedlich. Erstes Bonusauto, 8F, gegen den neuen Issy Sport da drüben vom Casino-Update. Bei 40. Schauen wir mal. 40. Oha! Er ballert. Was? Komm, push. Oh, wie schnell der vorne ist, wa? Okay, ich würde sagen, Viertelmeile zieht er ihn trotzdem. Und Endgeschwindigkeit auf jeden Fall. Ganz klar gezogen. Ja. Aber das war auch mal ein bisschen klar. Ein bisschen klar war es mir, weil der Issy Sport, so ein kleiner Mini da. Wer börst. Warte mal, wer boostet denn da auf dem Körper rum? Wer ist denn das? NPC. Ah ja, nächstes Auto. Ich würde mal gerne eure Meinung wissen zu dem neuen Neo. Dem neuen Neo, der jetzt am Donnerstag neu dazugekommen ist. Sky, erstmal. Sky, was ist deine Meinung? Hässlich. Hässlich? Okay, wie ist dein. Ah ja. 8F. Drafter gegen den neuen Neo. Machen wir bei 40. Zweites Bonusauto. Wir haben noch eins. Also ich finde, die Karre sieht wirklich so unglaublich hässlich aus. Komme ich nicht drauf klar. Aber er ist schnell. Beschleunigung sehr gut. Geil. Da kommt wahrscheinlich... Sieht voll komisch aus von hinten. Ja. Ist einfach so. Der kommt der 8F wahrscheinlich nicht ran. Ja gut, der Vorteil ist, er ist richtig schnell. Also gut. Bin ich mal gespannt auf den Speedtest. Ja. Übrigens, die Autos, die wir als Bonusautos genommen haben, da kommen nochmal die einzelnen Speedtests extra. Also der Neo wird hier nach dem Video kommen, so wie es aussieht. Und ja, da werden wir den Neo auch gegen die besten Sportwagen testen im Game. Sieht echt gut aus, Alter. Wow. Krasser Speed. Aber Handling, weiß ich nicht, ob das Handling so geil ist. Naja, letztes Bonusauto. Hä, was bringt dir die Karre da? Leute, Alter, Warrise, diese zwei Räder, Babos, Alter. Wow.
Letztes Auto, letztes Bonusauto ist der Paragon R. Der ist mit dem Casino-Update dazugekommen. Machen wir bei 35. Puh. Oh, Alter, er zieht. Unglaublich. Er ist, glaube ich, ein bisschen besser weggekommen. Ich würde sagen, Beschleunigung ungefähr gleich. Hä, hey, der ist gar nicht so schnell. Nee, ist gar nicht so schnell, wa? Ja, der kommt noch, Ungefähr gleich. Und guck dir das an. Endgeschwindigkeit. Der wird sogar aufgeholt. Was? Was? Ja, hab doch gesagt, der Fahrer hat so einen komischen Gang, so als hätte mein Auto falsch getuned. Als ob man es falsch. Hab ich doch gesagt. Okay. Das ist weird. Das ist mal richtig weird, Alter, geil. Ja. Oh mein Gott, Paragon kackt ab. Tschüss, das kann man komplett vergessen. Race-Test zum Start. Wir testen jetzt mal gleich den OB8F. Punkt Rundenzeiten aus. Sky ist im Jester Race unterwegs. Dem besten Sportwagen für kurvige Rennen, sowie Bonus auf der 8 hier. Ich bin auch im Jester Race unterwegs. Und Beast hinter mir, gucke ich jetzt gerade nicht, der ist im Komet SR unterwegs. Und jetzt, so. Wir sehen uns in der 5. Runde gleich wieder. Okay, 5. Runde mit dem Jester Race. Das Ding ist ein absolutes Handling-Beast. Das fährt sich so verdammt smooth. Es ist unglaublich. Es ist einfach nur traumhaft. Wie auf Schienen. Brauchst echt kaum was machen. Übersteuert kaum, springt kaum. Uff. Wird ein bisschen kritisch jetzt gleich beim 8F, denke ich. Sky, du siehst das ähnlich, denke ich mal, ne? Naja. Ein kleiner Fehler wegen Labern, deswegen gecuttet. Aber ich habe schon eine gute Rundenzeit. Von daher egal. Ja, wie gesagt, Traum-Handling mit dem Jester Race. Ich bin echt mal gespannt, was ich für eine Rundenzeit habe. Okay, sehr geil. Guck mal, ich habe eine 53,9. Meine Bestzeit ist so eine 52 bei Sportwagen. Also mit Sportwagen auf Bonus auf der 8. Sky hat eine sehr gute 53. Was ist denn hier deine Bestzeit eigentlich mit Sportwagen? Eine 51,1. Jetzt testen wir das gleich nochmal mit dem Obey 8F aus. Und ja, ich bin echt gespannt. Wie sie gleich. Und es gibt immer noch diesen verdammten Bug, dass man auf Wiederholen drückt und du landest einfach in der... Ja, hier, ihr seht es ja selber, im Casino, irgendwo in der Lobby. Yep. 52 glaube ich nicht, dass du die geschafft hast. Also. 52 irgendwie sowas. Ich habe nicht so wirklich drauf geachtet, aber auf jeden Fall, ich bin gerade zwei Runden echt sauber hintereinander gefahren. So, 5. Runde mit dem OB8F Drafter. Wir haben alle den 8F Drafter und was sofort auffällt, er bricht mehr aus und er springt mehr als der Jester Race. Also das Handling ist zwar gut, aber kommt auf keinen Fall an das extrem kranke Premium-Handling vom Jester Race an. Never, ever. Uff, du musst hier viel mehr strugglen, dass du hier was hinbekommst. Was hast du gesagt? Ist sehr anspruchsvoll, hab ich gesagt. Naja, eine gute Rundenzeit habe ich schon. Von daher wie hier der Cut. Es kommt nur durchs Labern, Alter. Egal. Und ich bin mal echt auf meine Rundenzeit hier gespannt. Ich schätze so eine 54 maximal. 55, 54 vielleicht. Naja. So, Rundenzeit-Check. Sky eine sehr gute 54, also im Vergleich jetzt, ne, 54 mit dem 8F. Ich habe eine 56, die ist eher schlecht. Beast eine gute 55, also ihr seht schon, du kommst auf keinen Fall an die Rundenzeiten vom Jester Race ran. Never. Ich habe ja spontan, ohne zu üben, mit dem Jester Race einfach mal eine 53 hingeklatscht, ja. Und hier mit der Karre, puh, da musst du ja schon echt strugglen, eine 55 hinzubekommen. Und eine 54... ja, das ist schon hart an der Grenze. Naja, mein Fazit zum Wagen. Rundenzeiten dachte ich echt, dass ihr besser abschneidet, weil er schon ein relativ gutes Handling hat. Also im Prinzip, ich kann wirklich nicht empfehlen. Ich kann nicht für Rennen empfehlen. Er hat eine schlechte Endgeschwindigkeit. Das Einzige, wo er gut ist, ja, ist Beschleunigung, Bremsen. Handling ist okay, ist ganz gut. Aber ansonsten, wofür ich empfehlen kann, ich würde sagen, wenn ihr in der Open Lobby vielleicht rumcruist, so in der Stadt, ist er ganz gut. Ist es ein schönes Auto, ist ein schönes Tuning-Auto, ein bisschen zum Rumcruisen ist er ganz gut, aber ansonsten kann ich ihn für Rennen absolut nicht empfehlen und auch nicht, wenn ihr unbedingt Wert auf Endgeschwindigkeit legt. Jo. Also wie gesagt, das waren so meine Punkte. Was habt ihr noch zu? Habt ihr noch irgendwelche anderen Sachen, die raushauen? Für Autofans ist er ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Aber so hat einen guten Sound. Taugt er nichts. Mm-mm. Genau. Hat einen guten Sound, eine geile Optik. Ja. Geiles Cruiser-Auto so für die Stadt. Ansonsten kann ich ihn halt nicht empfehlen. Beast, hast du noch was? Na, du hast schon eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also, ich bin ja nur zu. Cool. Alles klar. Dann war es das hier mit dem Speed- und Race-Test vom neuen
Obey, 8Dev Drafter. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Links zu den YouTube-Channels von Sky und Beast sind unten in der Videobeschreibung. Ihr haut rein. Wir sind raus. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. I don't want friends, I want Audis. I don't want cars, I want Audis. I don't want friends, I want Audis. Liken und abonnieren nicht vergessen und tschüss.